Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird von For You Health unterstützt. Ich werde ganz oft gefragt, wo und wie man zum Beispiel seine Darmflora analysieren lassen kann, wie man herausfinden kann, wie der Omega-3-Status im Körper ist oder wo man auch gute Nahrungsergänzungsmittel findet. Und das alles findet ihr bei For You Health. For You ist ein biozertifiziertes Unternehmen aus Deutschland und ihr findet dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, an Selbsttests für zu Hause. Und alles wird so ein bisschen nach dem Motto verfolgt, erst messen, um herauszufinden, was einem fehlt, um dann eben effektiv handeln zu können. Und ich habe zum Beispiel meine Vitamin B12-Tropfen von For You, da nehme ich jeden Tag oder fast jeden Tag 4 Tropfen. Und Vitamin B12 ist ja ganz, ganz wichtig, gerade wenn man sich pflanzlich ernährt, denn das ist etwas, was zum Beispiel bei einer rein pflanzlichen Ernährung, nämlich allein über die Ernährung, nicht gedeckt werden kann. Also das muss man supplementieren. Und ich habe einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie10, alle Buchstaben kleine zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, möchte ich unbedingt noch von einem ganz tollen Angebot erzählen, das nur diese Woche gilt, also bis zum 26.02. Und zwar habe ich euch vor kurzem schon mal von der Healthy Living Collection erzählt. Die gab es Anfang Januar schon mal und da gibt es diese Woche einen kleinen Relaunch. Das heißt, es gibt noch diese Woche, habt ihr die Möglichkeit, die Healthy Living Collection zu kaufen. Und die wurde ein bisschen aufgestockt. Das heißt, es sind jetzt 80 E-Books und Kurse enthalten rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit. Also ihr findet dort wirklich Kurse und E-Books zum Thema schöne Haut, Ayurveda, gesunde Ernährung, ganz viele Rezepte, die vegan und auch glutenfrei sind, Detox, Pasta-Rezepte, Rohkost, nachhaltig leben, also wirklich sehr, sehr umfangreich und ihr habt für immer Zugriff auf die Collection und die hat einen Wert von über 2000 Euro und ihr bekommt sie diese Woche für 29,90 Euro. Es haben sich einfach so viele Creator, Creatorinnen zusammengetan und dadurch können wir das zu so einem günstigen Preis anbieten. Und das Schöne ist, es lohnt sich wirklich, weil man sucht sich einfach das raus, was einen gerade interessiert und kann auf den Rest natürlich auch später zurückgreifen. Von mir ist auch ein E-Book dabei, nämlich Healing Drinks. Da findet ihr Getränke, die eine gesundheitsfördernde, heilende Wirkung haben, die einfach sehr wohltuend sind, die ihr zu unterschiedlichen Zwecken eben einsetzen könnt. Und ich packe euch den Link dazu auch in die Shownotes. In der heutigen Folge hört ihr ein Interview mit Katharina Ziegelbauer. Katharina ist Ernährungsberaterin nach der TCM, also nach der traditionell chinesischen Medizin. Ich hatte Katharina auch schon mal bei mir im Podcast. Das ist aber schon ungefähr 3,5 Jahre her, also schon eine ganze Zeit. Und ich schätze Katharinas ruhige, angenehme Art unglaublich, denn sie bringt die traditionell chinesische Medizin wirklich auf so eine einfache Art und Weise rüber. Und die hat ja auch sehr viel Ähnlichkeit mit dem Ayurveda. Und wir haben heute speziell darüber gesprochen, was man tun kann, um einfach das Altern als was Schönes irgendwo auch zu gestalten. Denn wir haben hier oft in der westlichen Welt so ein bisschen negative Ansichten gegenüber dem Alter und so ein bisschen negative Einstellung. Aber man kann das auch so ein bisschen ja, verändern. Und vor allem gibt es eben gerade in der TCM auch ganz viele tolle Tipps und Tricks, um einfach auf eine gesunde Art und Weise auch zu altern und kleine Beschwerden eben dann auch auszugleichen oder eben mit dem Lebensstil, mit der Ernährung zu verbessern. Und genau darüber haben wir in der Folge gesprochen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich sehr, heute die liebe Katharina Ziegelbauer in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Denn wir haben vorher schon mal darüber gesprochen. Du warst schon mal bei mir im Podcast zu Gast. Das ist aber schon echt einige Jahre her. Mein Podcast wird jetzt fast 4 Jahre alt und es ist auf jeden Fall schon über 3 Jahre her. Freue mich aber sehr, dass du heute ein zweites Mal da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, Katharina. Ich finde das auch sehr schön und ich will auch gratulieren, dass du da schon fast 4 Jahre den Podcast machst. Das ist ganz schön außergewöhnlich, finde ich. So lang schon. Toll. Dankeschön.
Ja, und ich möchte mit dir heute über ein ja doch ein bisschen spezielles Thema sprechen, was aber in unserer Gesellschaft oft manchmal so ein bisschen negativ behaftet ist, und zwar das Thema Altern. Erstmal vielleicht, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema mehr zu beschäftigen und vor allem eigentlich auch auf so eine relativ positive Art zu beschäftigen? Einerseits hängt es damit zusammen, dass ich selber im letzten Jahr 50 geworden bin, und das ist immer so ein bisschen ein Jahr, wo man sich denkt, okay, 50, das ist schon ja recht alt, oder, also ich kann mich erinnern, als ich 20 war oder in jüngeren Jahren, ist das immer noch sehr weit weg, und man denkt sich, puh, ja, das ist eigentlich schon ziemlich alt. Und dann habe ich eigentlich festgestellt die letzten Jahre, dass mein Leben immer besser wird, dass ich mich immer wohler fühle in meiner Haut, dass ich auch gesünder bin als früher, dass ich einfach viel glücklicher und entspannter bin als früher. Und das versuche ich schon die letzten Jahre eigentlich in meiner Arbeit, in der TCM-Ernährungsberatung, den Leuten auch mitzugeben und einfach Zuversicht zu geben. Und dann das Nächste ist, dass meine Mutter 80 geworden ist, als ich 50 geworden bin. Wir sind genau 30 Jahre auseinander. Und dass ich an ihr sehe einfach, wie toll man auch alt werden kann und wie, und dass es nicht automatisch bedeutet, dass man eben gebrechlich wird und einsam wird und dement wird und ins Pflegeheim kommt. Und das ist einfach etwas, was mir sehr am Herzen liegt, diese negativen Altersstereotypen, die eben sehr verbreitet sind in unserer Gesellschaft, ein bisschen in Frage zu stellen und den Leuten mitzugeben, hey, es gibt auch noch andere Vorbilder. Und das ist auch etwas, was ich auch im Buch beschreibe, also was meine Mutter für ein Vorbild für mich ist in dem Fall, und auch als Tipp für jeden, sich auch so Vorbilder in der eigenen Umgebung zu suchen, ob das jetzt Mütter, Tanten, Nachbarn oder aber auch bekannte Persönlichkeiten sind. Da gibt es ja auch einige, die wirklich über 80 sind und oder 90 und immer noch wirklich ein tolles Leben führen. Und das zeigt auch die Forschung tatsächlich, dass heutzutage 80 zu sein nicht mehr dasselbe bedeutet, wie es vor 20 oder 30 Jahren bedeutet hat. Ja. Also es gibt viele Fortschritte in der Behandlung von allen möglichen Beschwerden bis hin zu natürlich vom Lebensstil her. Und es ist einfach wirklich sehr gut möglich und für viele Leute auch wahrscheinlich, dass man gut alt werden kann. Und vor allem, du beschäftigst dich ja schon eine ganze Zeit lang mit der traditionellen chinesischen Medizin, die ja auch ganz viele Ähnlichkeiten mit dem Ayurveda hat. Und da kann man definitiv dann auch erkennen, dass sich das auszahlt, wenn man da wirklich dranbleibt. Und das, was du praktisch, wovon du sprichst, du lebst das ja auch, gerade mit der Ernährung. Und ich denke, da hast du sicher auch sehr positive Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, dass sich dann tatsächlich die Gesundheit fast immer nur verbessern kann. Genau, und das ist auch etwas, was ich so schön finde und was ich auch an meiner Mutter eben erlebt habe. Auch wenn du noch mit über 70 anfängst, zum Beispiel ein gekochtes Frühstück zu essen, verbessert sich einfach dein gesamtes Wohlbefinden. Also von der Verdauung her, mehr Energie, besserer Schlaf etc. Also das ist nie zu spät, damit anzufangen auch. Und es ist aber auch nie zu früh, um sozusagen vorzubeugen. Und man kann schon, wenn man in jungen Jahren da ein bisschen aufpasst auf bestimmte Sachen, dann kann man sehr viel machen dafür, dass man lange lebt und auch gut und gesund alt wird. Ja, das ist ja eigentlich so das Optimale, ne? Dass man gar nicht erst wartet, bis man irgendeine Krankheit hat, sondern dass man schon präventiv ganz viel macht, dass eben, weil man kann über den Lebensstil so viel machen, dass gar nicht erst irgendwelche crazy Volkskrankheiten irgendwie auftauchen, sondern man einfach schon viel vorbeugt. Genau, und da möchte ich auch mein eigenes Beispiel hernehmen für alle, die jetzt zuhören und sich denken, ups, aber ich habe eigentlich die letzten Jahre ziemlich ungesund gelebt. Ich habe auch lange ungesund gelebt. Also ich habe viele Jahre sehr viel Schokolade gegessen, Fastfood etc. Und ich habe erst mit um die 30 wirklich meine Ernährung, also erst, ich meine, man kann es auch mit 40 oder 50 eben noch machen, ja, definitiv. Um die 30 die Ernährung umgestellt. Und es bringt einfach, ist egal, wann man anfängt, es bringt immer viel. Und was mir auch so wichtig ist, es geht nicht darum, 100% alles umzustellen, sondern die kleinen Schritte. Und das kann total viel bringen. Also, ja. Ja, das ist richtig gut, dass du das sagst, weil gerade finde ich glaube, du hast die Erfahrung bestimmt als Ernährungsberaterin auch gemacht, dass viele dieses gesunde Leben oder gesunde Ernährung immer als was Radikales, alles oder nichts sehen und dann auch so streng zu sich sind. Aber tatsächlich der Körper, jede Kleinigkeit, jeder kleine Spaziergang, jede extra Portion Gemüse,
jedes warme Frühstück, jede Tasse warmes Wasser, alles zählt. Ja, also alles zählt und das bringt immer was. Genau, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das kann ich voll unterschreiben. So ist es. Und dann möchte ich mit dir auf alle Fälle nochmal über das Thema Anti-Aging sprechen, denn das ist nämlich immer so ein Wort. Ich bin jetzt erst 28, aber trotzdem, wenn ich das immer höre, denke ich immer so, wer hat sich eigentlich diese zwei Begriffe ausgedacht? Weil es eigentlich gegen unsere Natur ja komplett ist. Also wir alle altern, da können wir jetzt auch irgendwie nichts gegen tun. Wir können was also tun im Sinne von, dass wir eben so altern, dass wir uns einfach so eine gute Lebensqualität weiterhin eben haben. Aber wir können den Alterungsprozess jetzt nicht komplett stoppen. Und das gehört ja auch zum Leben dazu. Also Leben ist ja auch, dass sich Dinge ständig verändern und immer wieder auch Bewegung eben da ist. Und du hast so schön, ich glaube, in einem Video von dir habe ich das gesehen und da sprichst du ja auch in deinem neuen Buch drüber, über Smart Aging, glaube ich, war es der Begriff. Und das finde ich ein total schönes Wort. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erklären, was du damit meinst. Ja, also mir geht es ganz genau wie dir. Ich finde auch diesen Begriff Anti-Aging schrecklich, wenn man sich überlegt, was es eigentlich bedeutet, gegen das Altwerden. Ja. Wir wollen ja alt werden, nur wir wollen uns halt, wir wollen alt werden, aber uns weiter jung fühlen sozusagen. Ne? Ich meine, aber genau, Smart Aging bedeutet einfach, den Alterungsprozess sehr wohl anzuerkennen. Ich meine, das ist einfach das Leben, so wie du sagst. Und was ist, und ich sage euch immer gern, was ist die Alternative? Die Alternative ist Jungsterben. Mhm. Das will ja auch keiner. Ich meine, wir wollen ja lang leben und da gehört dazu, dass wir älter, alt werden, dass sich der Körper verändert. Und ich habe auch im Buch eben ein Kapitel, eine kleine Dosis Achtsamkeit heißt das. Und da geht es eben um den Umgang mit so Ängsten vor dem Altwerden, vor Krankheiten, aber auch mit dem Umgang mit Schmerzen oder auch mit Trauer und Abschied, weil das gehört natürlich auch dazu. Und ich sehe es auch bei meiner Mutter zum Beispiel. Natürlich, wenn du 80 wirst, es sterben Leute auch und so weiter. Und das gehört alles auch sozusagen integriert. Und aber es heißt eben nicht, dass wir nicht auch noch all das Gute erleben können, was wir in jedem Alter, ich meine, es gibt es ja in jedem Alter, gibt es immer Herausforderungen auch. Ne? Also auch mit 28 bin ich sicher, hast du auch bestimmte Herausforderungen in deinem Leben oder Situationen, die schwierig sind mal. Ja, oder, klar. Ja, das gehört dazu und das ist im Alter halt auch nicht anders. Und dann kommen halt die Abschiede dazu und die Beschäftigung auch mit dem Tod. Und das ist eben auch ein großes Tabu in unserer Gesellschaft. Aber ja, ich habe ein Zitat auch drinnen im Buch von der Louise Hay, die kennst du sicher auch. Deren Arbeit mag ich so gerne. Ich habe auch ja, zwei Bücher von ihr. Total schön. Genau, also ich liebe sie auch. Die ist auch mit, vor wenigen Jahren ist sie gestorben, da war sie, glaube ich, 96, 97, ja. Hat bis zum Schluss ihre Arbeit gemacht, hat einen Verlag gegründet und eben viele Bücher geschrieben über ein Leben, das man mit positiven Gedanken und Freude lebt und Dankbarkeit lebt und Affirmationen und so weiter, Spiegelarbeit. Und sie hat auch ein Buch über das Altwerden geschrieben. Mhm. Falls du es nicht kennst, kann ich dir empfehlen, das ist sehr schön auch. Und da schreibt sie zum Beispiel auch, dass sie es so wahnsinnig schade findet, dass so viele, gerade Frauen, wenn sie älter werden, so leben, dass sie jeden Tag in den Spiegel schauen und immer voller Angst schauen, ob sich eine neue Falte gebildet hat oder ob das Auge schon wieder etwas mehr hängt oder auch vom Körper, dass man alles so mit Misstrauen beobachtet, den eigenen Körper, statt einfach zu feiern, wow, ich lebe, ich bin gesund, ich habe wieder 24 Stunden, die ich nutzen kann. Und ja, und das hat mir auch zu denken gegeben, weil das stimmt irgendwie. Ne? Und ich meine, natürlich bin ich da selber auch nicht ausgenommen, weil wir sind halt alle von unserer Gesellschaft sehr beeinflusst. Ja. Und das Schönheitsideal, gerade für uns Frauen, ist sehr prägend. Aber ich finde, es lohnt sich eben, das wirklich zu hinterfragen. Und deswegen nicht Anti-Aging, sondern Smart Aging, genau. Ja. Ja, man muss da auch echt so ein bisschen bei sich bleiben, weil halt von der Gesellschaft das doch so ist, dass man, ich meine, bei der Kosmetik ist das beste Beispiel gegen die jetzt auch erstmal nichts Schlechtes ist, Anti-Faltencremes und alles Anti-Aging und dann guckt man nach Hollywood und in den ganzen Stars und Sternchen und überall Botox und Co. Und dann denkt man vielleicht, was stimmt mir nicht, wenn die mit irgendwie 70 noch so ein perfektes Gesicht hat, aber tatsächlich sehr viel hat machen lassen. Ja, und dann betrifft, dann merkt man, das betrifft einen selbst genauso und man sucht die Fehler dann irgendwie bei sich
und versucht dann mit allen möglichen Dingen diesen Alterungsprozess aufzuhalten. Aber der Ansatz von dir ist total schön und die Arbeit von der Louise Hay mag ich auch super, super gerne. Ja, ich wollte sagen, was sie da auch sehr schönes sagt, ist, du kannst, das ist immer die Frage, aus welcher Motivation man zum Beispiel Botox nimmt oder etwas anderes machen lässt. Wenn es die Motivation ist, dass du dich dann mehr annehmen kannst, falls du dich nicht annimmst, also dass du dich dann mehr liebst, deswegen, das funktioniert halt nicht. Also du musst dich selber schon so annehmen, wie du bist, und dann kannst du das natürlich machen. Es ist ja auch, ich möchte auch niemanden verurteilen, der das macht. Nee, ne? Es auf ist, keinen ist Fall. Ist total in Ordnung. Ja. Aber man braucht nicht erwarten, dass man sich deswegen deshalb auf Dauer besser fühlt und sich selber mehr annimmt und mehr Selbstwertgefühl hat. Also aus mangelndem Selbstwertgefühl braucht man es nicht machen, weil das kann sozusagen das nicht erfüllen. Ja. Weil dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Aber es gibt immer Sachen, die einem dann nicht gefallen. Ne? Mhm. Weil dann ist kann man den ganzen Körper durchgehen. Ja, das stimmt. Und in der traditionellen chinesischen Medizin wird das Altern ja auch ein bisschen eher speziell gesehen oder man hat da auch bestimmte Ansätze. Was sind dann die Ansätze von der TCM? Also einerseits geht es darum, ganz viel die vorhandenen Ressourcen nicht zu verschleudern, sondern darauf zu achten, dass wir eben noch genug Qi, Blut, Yin und Yang, Körpersäfte etc. fürs Alter haben. Es ist ganz normal, also in der TCM sieht man das so, dass eben diese Substanzen alle im Laufe der Jahre abnehmen und weniger werden. Aber wir können eben mit dem Lebensstil sehr gut entgegenwirken und zu schauen, dass wir zum Beispiel das Qi, also die Lebensenergie, mit einer regelmäßigen, gut bekömmlichen Ernährung zum Beispiel immer wieder auch nachfüllen, dass wir durch einen regelmäßigen Schlaf nicht unsere Ressourcen verschleudern sozusagen oder auch durch zu viel Stress und so weiter. Also eigentlich ist es kann man es ganz langweilig sagen, so Maß halten in allem, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und das Zweite ist halt, dass die Nieren so wichtig sind in der TCM, weil die Nieren sozusagen die Wurzel von allem Yin und Yang im Körper sind und auch ein bisschen wie unsere Reservebatterie. Das heißt, wenn es in irgendeinem anderen Organ hakt, wenn irgendwo ein Mangel ist, dann greift alles im Körper auf die Nieren immer zurück und holt sich dort sozusagen das wertvolle Yin oder Yang von dort und füllt nach, was woanders fehlt. Und in den Nieren ist aber eben auch das Qing, also da schreibt man mit J-I-N-G, das Qing, das ist die wertvolle Essenz, gespeichert. Und diese Essenz ist vergleichbar mit unseren Erbanlagen oder Genen. Und die bekommen wir eben von unseren Eltern bei der Geburt mit. Und der eine bekommt mehr mit und der andere weniger. Das kommt darauf an, zum Beispiel, wie alt die Eltern bei der Zeugung waren, wie die Mutter sich während der Schwangerschaft zum Beispiel ernährt hat, wie viel Stress sie hatte, Medikamente etc. Und diese Essenz, die können wir nicht so leicht nachfüllen. Also es gibt wenige Nahrungsmittel, die ich auch in dem Buch erwähnt habe. Zum Beispiel Amaranth, Linsen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, diese wertvolle Essenz wirklich zu erhalten. Und weil die steuert nämlich den gesamten Alterungsprozess und auch schon eigentlich übers ganze Leben. Also das Wachstum, die geistige Entwicklung. Das heißt, auch wenn Kinder sich zum Beispiel erst spät entwickeln oder verzögert entwickeln, hat das auch mit dem Qing zu tun. Die Fruchtbarkeit, also die Fortpflanzung, wenn da was hakt, das hat auch oft mit dem Qing zu tun und eben frühzeitiges Altern. Das heißt, wenn wir schon sehr früh graue Haare bekommen oder eben alle möglichen Probleme, die normal mit dem Alter erst verbunden sind, dann zeigt es nach der TCM ein schwaches Qing zum Beispiel. Und das sitzt eben in den Nieren und wird auch oft mit dem Nieren-Yin in eins gesetzt. Also das Qing besteht eigentlich aus Yin und Yang. Also das auf die Nieren aufzupassen, Yin und Yang der Nieren zu schonen, ist immer eine gute Idee in der TCM. Und da gibt es halt auch bestimmte Nahrungsempfehlungen. Zum Beispiel alle dunklen Nahrungsmittel sind gut für die Nieren. Alle Nahrungsmittel aus dem Wasser, weil die Nieren zum Wasserelement gehören. Also sowas wie Fisch und Algen. Und der natursalzige Geschmack, also zum Beispiel auch die Sojasauce, die ist dunkel und natursalzig,
eine natürlich fermentierte, natürlich also keine chemisch erzeugte, stärkt die Nieren oder Samen und Kerne. Also ein Nahrungsmittel, was ich zum Beispiel mitgeben möchte, was auch wirklich in den alten Quellen, in den Jahrtausende alten Quellen der TCM als Medizin für ein langes Leben steht, ist der schwarze Sesam zum Beispiel. Mhm. Der ist wirklich, der ist gut fürs Gehirn, für die Knochen und ist, gilt richtig als Smart Aging-Mittel in der TCM. Ja. Spannend. Das wusste ich gar nicht, dass die Nieren da so, so wichtig sind. Und man unterscheidet, wie du gesagt hast, zwischen dem, was praktisch, ich sage jetzt mal, angeboren ist, also was wirklich die Eltern einem mitgegeben haben, und auch so zwischen dem, was man auch jeden Tag dann auch wirklich machen kann, um die Nieren praktisch gesund zu halten und Kraft im Alltag zu haben. Genau, also man redet auch, man spricht auch vom vorgeburtlichen Qi und vom nachgeburtlichen Qi. Ah, okay. Und natürlich, bei dem einen geht es vor allem darum, es zu erhalten und zu schonen. Ja. Und ich finde es interessant, ich denke gerade eben an meine Jugend und sicher bei vielen, die uns zuhören, ist es so, da geht man halt, da hat man kurze Nächte, geht weg, trinkt Alkohol, raucht vielleicht auch oder macht so Sachen, die natürlich für die Nieren nicht gut sind und die unter Raubbau fallen würden aus TCM-Sicht. Aber solange man eben jung ist, kann man das auch besser wegstecken, weil da haben wir halt noch viel mehr Ressourcen. Also da sind wir einfach noch so voll im... Da haben wir ganz viel Qi und viel Yin und viel Yang noch. Und aber die, die uns zuhören und vielleicht schon über 30 sind oder so, die merken irgendwann einmal oder kennen das vielleicht. Irgendwann merkt man halt, okay. Geht nicht mehr ganz so gut. Genau, ich brauche vielleicht dann ein, zwei Tage, um mich zu erholen von den kurzen Nächten. Und ich, wenig Schlaf hängt mir einfach jetzt länger nach und mangelnde Ernährung hängt mir länger nach, weil das ist auch so etwas. Ne? Also in der Jugend ungesund zu essen, kann man schon wegstecken, aber... Irgendwann merkt man halt dann, Moment mal, der Körper meldet sich. Das ist nicht mehr so. Und ich merke zum Beispiel heute, wenn ich habe früher auch als junger Mensch, war ich natürlich auch fort und habe Alkohol getrunken und so. Und ich merke einfach heute, ich merke so richtig, wenn ich mal Wein trinke, wie mir das ein, zwei Tage nachhängt und wie ich mich richtig vergiftet fühle. Ja? Auch wenn es vielleicht übertrieben klingt, aber ich merke das einfach jetzt so stark. Und deswegen mache ich es nur selten, weil ich meinen Körper liebe und weil ich nicht will, dass ich mir was Schlechtes tue. Und das ist auch, finde ich, so ein Beispiel, das hängt eben so ganz stark damit zusammen, wie sehr bist du es dir wert, dass du dich auch gut um dich kümmerst. Und der Körper gibt eben ganz viele Signale, was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut. Und mir ist immer wichtig, so die Leute darauf aufmerksam zu machen oder sie zu motivieren, dahin zu spüren. Ich habe es auch früher lange nicht gemacht. Mhm. Verdauungsbeschwerden ignoriert, trotzdem weiter meine Schokolade gegessen und so weiter. Aber es ist halt etwas, was sich wirklich auszahlt, wo man sich wirklich auch innerhalb weniger Monate um vieles besser fühlen kann und auch die Gesundheit um vieles verbessern kann, wenn man lernt, dahin zu spüren und das auch ernst zu nehmen. Ja, denn gerade im Alter, also die Beobachtung habe ich auch in meinem Umfeld gemacht, bei Großeltern und Co., sieht man es ganz, ganz extrem, wie sich der Lebensstil auszahlt. Also sowohl mit den ganzen Volkskrankungen, die man da bekommt, als auch teilweise die Art und Weise, wie man dann auch stirbt. Natürlich nicht immer, ja, definitiv nicht, aber man sieht es ganz, ganz krass, wie der Körper dann abbaut und vor allem auf was für eine Art und Weise. Also das konnte ich bei fast jedem, der im Alter ist, beobachten. Ja, die Erfahrung habe ich auch. Also ich habe viele Onkel und Tanten und die sind das alle in diesem Alter und man sieht es auf jeden Fall. Ja. Also wie sehr man sich darum gekümmert hat, halbwegs gesund zu leben oder wie sehr man sich gehen hat lassen in bestimmten Bereichen. Ja, das, wie du sagst, nicht immer. Es gibt doch immer die Ausnahmen. Natürlich. Aber es spielt eine große Rolle. Und in meinem neuen Buch eben, vom Glück entspannt älter zu werden, habe ich auch eigene Kapitel, gerade zu diesen Volkskrankheiten, die du sagst, eben Herz, Kreislauf, Atherosklerose, wie kann ich da vorbeugen, was bedeutet das aus Sicht der TCM, über Demenz bis zu, wie kann ich mir die Augen, die Sicht erhalten gegen grauen Star oder altersbedingte Makuladegeneration und bis zu die Ohren natürlich, weil das ist auch etwas schwerhörig werden, was bedeutet das, wie kann ich da vorbeugen. Und da gibt es einfach ganz viele relativ einfache Tipps und da möchte ich wirklich mit dem Buch einfach Zuversicht geben, dass man wirklich viel mehr Kontrolle hat, als man glaubt, über die Gesundheit und über die Entwicklung dann auch im Alter. Ja,
Das hast du gerade schon zwei Sachen angesprochen. Das habe ich mir nämlich hier auch beim Vorbereiten hier auf meinen schlauen Zettel geschrieben. Und zwar nämlich einmal Herz und Augen. Denn das ist nämlich so etwas, wo man, glaube ich, im Vorhinein schon so ein bisschen denkt, Herz wird schwach, sehen tun wir dann irgendwann auch nicht mehr viel. Und was kann man denn vielleicht, wenn wir mal mit dem Herz anfangen, so kleine Dinge im Alltag tun, um einfach das Herz zu stärken? Ja, also in der TCM geht es ganz viel darum, dass wir versuchen, die Entstehung von feuchter Hitze zu vermeiden. Das könnte man übersetzen mit Schlacken oder Schleim auch. Also, und was macht die feuchte Hitze? Die verstopft einfach unter anderem die Blutgefäße und führt genau zu diesen Ablagerungen, die dann zu der Arterienverkalkung, also Arteriosklerose führt, die Blutgefäße verengt, wo es dann, wo das Herz sich immer schwerer tut, dann das Blut durch den Körper zu pumpen. Und was auch fürs Gehirn wichtig ist, weil auch die Blutversorgung zum Gehirn geht ja vom Herzen aus. Gesundes Herz ist gesundes Hirn. Das sagt auch die westliche Medizin. Ja. Und das heißt, wir versuchen einerseits das zu reduzieren, was die feuchte Hitze verstärkt. Und ich sage absichtlich nicht vermeiden, weil das gibt wieder zu viel Stress. Und Stress ist wiederum etwas, was, was Druck was macht, wollen. Was die Blutung erhöht und so weiter, was wir halt nicht wollen. Das heißt, reduzieren ist schon ganz viel. Und was ist das? Das ist das, was wir auch aus der westlichen Ernährungslehre als Tipps kennen. Der Zucker, das frittierte Fleisch, also das Schnitzel und die Pommes, das Fastfood, aber auch das Weißmehl, alle Produkte aus Mehl, natürlich der Alkohol und so weiter. Aber das Besondere in der TCM, es ist auch zu viel kaltes Essen und zu viele Milchprodukte. Das wirkt auch nach TCM verschleimend und macht diese feuchte Feuchtigkeit zuerst mal. Und die Hitze kommt dann dazu durch zum Beispiel zu viel scharfe Gewürze, durch zu viel Kaffee, wiederum Alkohol, der ist auch erhitzend, zu viel Fleisch, das macht auch Hitze. Aber eben auch die Emotionen. Die TCM ist ja eine ganzheitliche Medizin, also da spielen die Gefühle genauso eine Rolle wie die Ernährung oder der gesamte Lebensstil, können auch unsere Gesundheit sehr stark beeinflussen und können zum Beispiel auch Hitze erzeugen. Also wenn wir oft Gefühle runterschlucken und nicht verarbeiten, wenn wir einen Groll hegen, macht das viel Hitze zum Beispiel. Oder wenn wir aber auch Stress haben, also jeglicher Druck, jeglicher Leistungsdruck und Zeitdruck und so weiter. Und auch das heißt wieder nicht, dass wir gar keinen Stress mehr haben sollten oder keine Ahnung, aber die Erholungsphasen sind so wichtig, dass wir wieder runterkommen, dass wir uns wieder entspannen, das kühlt den Körper wieder, wenn wir das so aufbrechen. Und das ist eben für die feuchte Hitze ist einmal ganz wichtig, was wir eben vermeiden und oder beziehungsweise reduzieren. Und weil ich die Rohkost angesprochen habe, auch hier, das ist einfach ein häufiges Missverständnis, man darf keine Rohkost essen, stimmt nicht, natürlich darf man Rohkost essen, aber der Hauptanteil der Mahlzeiten sollte aus gekochten Zutaten bestehen. Und dann kann man auch dieser Feuchtigkeit gut vorbeugen. Einfach regelmäßig gekocht essen mit weniger Rohkost, als wir es gewohnt sind. Und weniger Brotmahlzeiten vor allem, als wir es gewohnt sind aus unserer westlichen Ernährung. Und dann gibt es natürlich noch einige Nahrungsmittel, die halt speziell die feuchte Hitze ausleiten. Und da habe ich im Buch auch einige Rezepte drinnen, die auf das ausgerichtet sind. Also wo dann genau steht, auch wie die Zutaten wirken. Und ein Beispiel ist Linsen. Linsen sind super, weil die, also aus Sicht der TCM, weil sie einerseits eben das Qi stärken, die Nieren speziell stärken, Blut stärken, thermisch neutral sind, das heißt für alle Typen geeignet sind, egal ob Hitze oder Kälte. Und weil sie Feuchtigkeit ausleiten zum Beispiel. Mhm. Und die als Grundrezept sozusagen zu haben und dann kann man, weil wir vorher von den Augen gesprochen haben, zum Beispiel Spinat am Schluss dazugeben und Boxdornfrüchte, also Goji-Beeren, die sind speziell gut für die Augen nach TCM, also die stärken halt speziell das Leberblut und das Leberblut versorgt die Augen und da können wir zum Beispiel etwas für die Augen machen und gegen die feuchte Hitze mit einem Rezept, so als Beispiel. Ja. Ja, das kann ich aus der Sicht vom Ayurveda auch genauso unterschreiben. Da nennt man zum Beispiel diese Schlacken, was du gerade genannt hast, Ama. Ja, das wollen wir vermeiden. Also praktisch Stoffwechselrückstände, unverdaute Rückstände, die sich eben
ansammeln, teilweise über viele Jahre. Und am Anfang merkt man es nur mit, man ist mal mehr müde, ja, man wacht morgens träge auf, hat auch Verdauungsbeschwerden, all die Dinge. Und das sammelt sich natürlich an. Und irgendwann kann das natürlich dann zu einer richtigen Erkrankung natürlich dann auch führen. Und deswegen wollen wir mit dem ganzen Lebensstil und Co. eigentlich ganz stark daran arbeiten und vor allem eben mit der Ernährung, dass sich gar nicht so viel jetzt feuchte Hitze oder eben Ama eben bildet. Ja. Genau. Mhm. Und das ist auch ganz schön, was du sagst. Das ist nämlich auch, weil auch im Ayurveda denken immer viele, jetzt muss ich nur noch kochen. Ja, also mein Leben lang darf nie wieder irgendwie eine Möhre oder einen Salat irgendwie roh essen. Und das ist wirklich so überwiegend und gerade auch so ein bisschen nach der Konstitution und auch nach der Jahreszeit. Aber wenn es jetzt im Sommer total warm ist und man auch an sich recht gesund ist, dann kann man auch ruhig mal ein bisschen Rohkost integrieren. Ja, also da sind ja auch viele so Vitamine und Enzyme und so weiter auch drin, wo so ein kleiner Anteil rohes auch mal definitiv total gesund ist. Genau, ich denke, du wirst wahrscheinlich auch oft die Frage hören, und was ist mit den Vitaminen? Genau. Und ich sage dann immer so als Tipp, einerseits kann man sich regelmäßig frische Kräuter überall drüber streuen. Also Kresse hat das ganze Jahr Saison, oder? Und was auch super ist, sind Sprossen zum Beispiel. Die kann man sich auch drüber streuen überall und ist super versorgt mit allen möglichen tollen Nährstoffen, wenn man sich darüber Sorgen macht halt. Und den Apfel, ja, also an apple a day keeps a doctor away. Also aus Sicht der TCM ist der Apfel schon kühlend, aber sanft kühlend und hat viele tolle Vorteile, wie zum Beispiel auch, dass er Feuchtigkeit ausleitet. Und natürlich ist die Frage eben von der Verdauung her, wie viel Rohkost kann man vertragen? Und da sind wir auch wieder, hör auf deinen Körper. Wenn du spürst, dass du Blähungen bekommst, dass du Völlegefühl hast oder dass der Stuhl sich verändert oder nicht schön geformt ist, dann könnte es sein, dass du weniger Rohkost essen solltest. Ja, definitiv. Und das Ding ist ja auch, dass das sage ich dann auch immer wieder, dieses Bild, dass man man kann den ganzen Grünkohl und Salat der Welt essen, wenn immer wieder sagen wir, das Verdauungsfeuer praktisch so schwach ist, dass von diesen ganzen tollen Vitaminen überhaupt nicht viel ankommt, ja, dann bringt es nicht viel. Lieber esse ich dann etwas, wo erstmal per se ein bisschen weniger Vitamine drin sind, aber dafür kommt das auch an, ja, weil meine Verdauung das dann auch wirklich aufspalten kann. Ich sehe schon, wir haben da dieselben. Ja. Das ist auch etwas, was ich auch immer wieder sage, genau, besser das zumindest gut umsetzen können, als so viel Vitamine, die ich gar nicht umsetzen kann und die dann erst wieder Feuchtigkeit erzeugen. Also noch TCM erzeugt halt alles, was wir nicht gut verdauen können, Feuchtigkeit, weil das bleibt dann im Darm und arbeitet vor sich hin und kann nicht verdampfen. Also in der TCM schreibt man sich diese Verdauungssuppe vor, ich weiß nicht, im Ayurveda wahrscheinlich dieses Kochtopfmodell hat man ja in der TCM. Ja? Genau. Und das ist auch etwas, was natürlich im Buch vom Glück entspannt älter zu werden, auch ganz eine große Rolle spielt, die Verdauung, weil wir können nur dann, wir haben ja gesagt, wir wollen schauen, dass wir das Qi über die Nahrung nachfüllen und damit wir unsere Ressourcen in den Nieren schonen, damit wir ein langes Leben haben können. Und wir können aber nur dann Qi nachfüllen, wenn wir es eben auch verdauen können. Ja, deswegen sind eben auch eigene Tipps drinnen, wie man mit Verdauungsbeschwerden umgeht oder was da hilft und wie wir das angehen können auch. Mhm. Was hast du denn so in deinem Alltag festgestellt, was dir besonders gut bekommt aus der TCM? Mhm. Also für mich war wirklich eine der größten Entdeckungen das Frühstück, das Gekochte. Mhm. Ich habe früher, also als Jugendliche und als Kind, habe ich in der Früh Kuchen und Kakao gefrühstückt. Perfekt. Mhm. Perfekt, um Feuchtigkeit anzuhäufen. Ja. Also Kuhmilchkakao mit Zucker drinnen und irgendeinen gekauften Kuchen eben. Es war sicher kein Hafermilch, Mandelmilch, Kakao mit, mit Rohkakaopulver. Und als ich dann ausgezogen bin mit 20, habe ich einfach gar nicht mehr gefrühstückt. Also da habe ich mich schwer aus dem Bett gequält, irgendwann einmal auf die Uni gegangen und erst zum Mittag das erste Mal gegessen. Und dann halt am Abend noch viel Schokolade. Kein Wunder, dass ich in der Früh keinen Hunger hatte auch. Genau, das sagen nämlich ganz viele so, ich kann morgens nichts essen. Klar, es gibt auch welche, die wirklich denen es schwerfällt, aber meistens muss man das Abendessen eben dann angucken. Also einmal das, was man isst und auch wann man es isst. Genau. Das ist, ja, das kenne ich von mir. Das ist halt gar nicht so einfach. Solche Gewohnheiten sind halt Gewohnheiten. Ne? Ja. Aber ich bin auch immer, ich sehe mich gern selber eben auch, ich sage immer gern, wie es bei mir war, damit die Leute sehen, okay, es ist möglich, ja, man kann alles ändern. Aber ja, und
Genau, das gekochte Frühstück, das ich dann begonnen habe, eben mit um die 30, als ich das kennengelernt habe, die TCM. Das war für mich eine Offenbarung. Erstens, weil es mir voll gut schmeckt, weil ich gerne süße Breie esse. Und ich weiß, es ist auch nicht jeder Frau, jedermanns Sache. Und dann sage ich immer, ja, du kannst auch Ei mit Gemüse oder Suppe oder sonst was essen, Hauptsache was Gekochtes. Aber ich liebe halt Porridge und ich liebe Grießbrei und so weiter. Und dadurch war das für mich super. Und ich habe auch sehr, sehr schnell gemerkt, wie gut mir das tut. Unter anderem, um in der Früh leichter aufzustehen, für meine Verdauung, für meine Haut. Ich bin über die Neurodermitis zur TCM gekommen, für alles. Und auch einfach mehr Energie. Ich war früher immer so müde und das ist alles so viel besser geworden. Also das war für mich wirklich die Offenbarung. Und auch das ist es jetzt auch noch so. Also jetzt, das ist irgendwie, wenn das Frühstück passt, dann startet der Tag schon mal gut. Und das merke ich auch, wenn ich im Urlaub mal bin, dann esse ich natürlich nicht immer auch einen Brei, dann esse ich vielleicht auch mal ein Brot oder was es halt gibt. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann freue ich mich schon richtig auf mein gekochtes, auf den Brei wieder. Und das ist super. Und ansonsten prinzipiell einfach das mehr gekocht essen und weniger Brotmahlzeiten. Und übrigens, was ich auch dann bei mir bemerkt habe, ist eben, der Süßhunger geht wirklich dann zurück. Das ist auch etwas, was ich als Ermutigung mitgeben will. Also alle Schokoholics da draußen, ich sehe euch. es wird besser, es wird wirklich weniger, einfach dadurch, dass wir besser versorgt sind. Weil der Süßhunger ist aus TCM-Sicht auch nichts anderes als ein G-Mangel. Der Körper bekommt zu wenig G aus der Ernährung und zeigt das aber eben mit diesem Heißhunger auf Süßes an. In Wirklichkeit will er einfach eine Karotten-Linsensuppe oder irgendwas Echtes mit Nährstoffen drinnen. Und wenn wir ihm stattdessen Schokolade geben oder Kuchen, dann ist er halt nicht zufrieden und zeigt, er will mehr, mehr, mehr. Aber wir verstehen halt die Signale nicht wirklich. Ja, und das sagen wir ja tatsächlich hier in den modernen Ansätzen mittlerweile ja auch, dass diese ständige Heißhungersucht, man hat ja nicht Heißhunger auf eine Gurke, sondern man hat ja also in der Regel, sondern eher halt auf Fastfood, Schokolade, diese krass energiedichten Sachen. Und dass gerade diese Kombination aus süß und fettig sagt unserem Gehirn ja auch ganz, ganz krass, gibt mir davon mehr, das ist etwas, was mir so ein Gefühl von Sicherheit, einfach viel Nährstoffe liefert. Aber in Wahrheit, wenn man das Ganze übersetzt, dann ist es tatsächlich eher das, was du beschrieben hast, nämlich eigentlich der Heißhunger auf Nährstoffe. Ja, also dass man wirklich mit Nährstoffen versorgt werden möchte. Genau. Und ich kann mich auch gut erinnern, ich habe damals, und das ist, glaube ich, ein Fehler, in dem man dann leicht verfällt, wenn man eben so ungesunde Sachen isst, also wie Fastfood oder Süßigkeiten, dass man dann denkt, ich muss Kalorien sparen und esse am besten sonst nichts mehr. Und das war bei mir auch so. Dann spart man an anderen Ecken. Ja. Genau, und dann isst man überhaupt nichts Normales mehr, weil man sich denkt, ich muss aber schauen, dass ich nicht so viele Kalorien nehme. Ich meine, Kalorien ist sowieso, gibt es weder im Ayurveda noch in der TCM, also ist bei uns kein Konzept. Aber man ist halt sehr geprägt davon. Also es ist auch unsere Gesellschaft halt. Und es ist verständlich, dass man so denkt. Aber was dann passiert, man bekommt dann Mangelerscheinungen, weil man einfach zu wenig Nährstoffe bekommt. Also das ist doch das, was ich gemerkt habe. Ja. Und da ist mir gerade in dem Zusammenhang auch noch ein Gedanken gekommen, weil viele denken ja, wenn sie dann auch älter werden, man nimmt dann immer weiter zu und man darf dann auch nicht mehr so viel essen und so weiter. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, weil ich glaube, gerade wenn man halt sich wirklich weiter nährstoffreich isst und auch diese viel gekocht, warm, den Körper einfach wirklich nährt auf allen Ebenen, dass das definitiv nicht immer einfach so zutrifft. Also ein Körnchen Wahrheit ist dabei, weil das Milz-Qi, was für die Verdauung und diese Umwandlung eben zuständig ist in der Sicht der TCM, nimmt natürlich mit den Jahren genauso ab wie alle Substanzen. Also das ist eben dieser physiologische Ablauf, dass wir, wenn wir älter werden, dass die Substanzen weniger werden. Und damit wird natürlich die Verdauungskraft etwas schwächer, der Stoffwechsel wird langsamer. Und das ist das, was wir eben auch natürlich merken, mit eben ab 30 oder ein bisschen älter, dass dann dass das nicht mehr so leicht geht und dass sie vielleicht eben auch leichter zunehmen. Und das ist auch etwas, was aus den Wechseljahren halt viele berichten, dass sie dann plötzlich so zunehmen und sowas früher nicht der Fall, obwohl sie gar nicht anders essen. Und der Tipp ist hier natürlich noch mehr darauf zu schauen, dass wir das Milz-Qi stärken durch dieses mehr gekocht und wirklich noch die befeuchtenden Zutaten, die auch fürs Zunehmen nach TCM zuständig sind, weil Feuchtigkeit, also Übergewicht ist nichts anderes als Feuchtigkeit, die sich halt dann ablagert am Körper. Also noch mehr auf das zu achten, dass wir gekocht essen, dass wir
auch eine Regelmäßigkeit einhalten ist auch ganz wichtig. Also nicht einmal gar nicht frühstücken und dann um 8 frühstücken und dann um 10 frühstücken, sondern ungefähr jeden Tag zur selben Zeit die Hauptmahlzeiten einnehmen. Ein frühes Abendessen, weil am Abend die Verdauungskraft einfach schon im Mangel ist und nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist und einfach vielleicht auch eben kleinere Portionen essen. Das kann schon sein. Aber was natürlich ganz schlecht ist, sind Diäten oder ja. Mahlzeiten auslassen, weil das schwächt eben das Milchqi noch mehr. Also ja. um genug. Es ist das Paradoxe irgendwie, um eben zum Beispiel abzunehmen, brauchen wir ausreichend Qi, weil wenn wir keine Energie haben, kann der Körper überhaupt nichts mehr sozusagen abbauen. Und das finde ich, das hört man ja immer wieder so von Leuten, die dann berichten, na, ich esse nur noch Salat, aber ich nehme nichts mehr ab, aber ich kann nicht abnehmen. Warum und so? Naja, weil das kalt ist und weil das keine Energie gibt und da kann der Körper, da bleibt alles einfach stehen, da brennt nichts mehr, ne? Das Verdauungsfeuer, was unsere beiden Richtungen verbindet. Ja, ja, und so, das ist ja auch eigentlich etwas, was auch die Schulmedizin oder auch der moderne Ansatz der Ernährungstherapie oder Ernährungswissenschaften ja auch eigentlich unterschreibt, nämlich, dass der Stoffwechsel total durcheinander ist und dann auch richtig einschläft. Also da weiß man ja, dass diese ständige Diäten erhalten und diese Extreme tatsächlich sehr negative Auswirkungen auf den Stoffwechsel eben haben können. Genau, also das wäre sowieso ein Traum, dass man einmal von mir, dass das wirklich einmal bekannt wird und dass das alle schreiben, dass Diäten einfach so schädlich sind in Wirklichkeit. Ja, ich meine, klar, sie können schon auch... träumen. müssen wir schon weiter unsere Arbeit machen. Genau. Ich meine, klar, Diäten können schon kurzfristig auch funktionieren, aber halt seltenst langfristig. Genau. Ja. Wobei, ich meine, ich habe auch ein Kapitel drinnen zum Thema Fasten, also... Weil das ist etwas, wenn man sich mit der Literatur zu Smart Aging beschäftigt und auch mit der westlichen modernen Forschung, kommt natürlich immer wieder das Thema Fasten. Ja. Fasten hat bestimmte Wirkungen, die natürlich gut sind auch fürs Gehirn zum Beispiel, für viele andere Sachen. Also da gibt es bestimmte biochemische Vorgänge, die man eben beobachtet hat, dieser ketogene Stoffwechsel dann und so weiter, das kennst du wahrscheinlich eh auch. Und, ja. Aber auch hier muss man eben aufpassen, mit welcher Motivation mache ich das Fasten und wie mache ich das Fasten und passt es zu mir. Und da ist auch die TCM, finde ich, sehr hilfreich, weil sie eben zeigt, es gibt nichts, was für jeden passt. Also es gibt natürlich Leute, denen im Fasten zum Beispiel das Intervallfasten, was ja immer noch, glaube ich, sehr angesagt ist, bekannt ist, denen das wirklich, wirklich gut tut. Aber es gibt auch Leute, denen tut das wirklich schlecht und denen das schadet dann der Gesundheit. Also auch hier, man muss einfach unterscheiden, sehr gut auf den eigenen Körper hören, sich nicht zwingen zu etwas, wo man einen Widerwillen dagegen hat zum Beispiel. Und beim Fasten von der TCM her ist es eben so, dass es eher für Menschen etwas ist, die eben zum Beispiel viel Feuchtigkeit angesammelt haben. Ja. Aber nichts für Menschen, die eher schmal gebaut sind, die nicht so viele Ressourcen und Substanz haben, die auch einen, vielleicht auch Menschen, die viel Kälte in sich haben, also einen Yang-Mangel, ja, für die ist das nicht so gut, weil natürlich Fasten auch Hitze ausleitet und abkühlt. Also man muss wirklich schauen, wie passt das für mich? Ja. Ja, da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich zum Beispiel, mir bekommt das auch gar nicht. Also am Anfang, als es mit dem intermittierenden Fasten, also die 16 Stunden, also man kann es ja auf verschiedene Art und Weise machen, aber gerade mit dem, was ja so gang und gäbe ist ja diese 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen oder auch mal über mehrere Tage Fasten. Da habe ich auch, ich bin nämlich auch eher so ein bisschen, ich neige eher ein bisschen zu kalten Händen, kalten Füßen, auch mehr frieren. Und auch eher dann mal dazu, Gewicht schneller zu verlieren, als eben zuzunehmen, und habe eigentlich mit so Feuchtigkeit nicht wirklich Probleme. Ja, und das, für mich ist das einfach überhaupt gar nicht geeignet. Dann habe ich aber auch wieder eine Bekannte, die ganz viel mit Heilfasten arbeitet und auch mit Neurodermitis ganz tolle Erfolge erzielt hat, die aber ein ganz anderer Typ ist als ich. Ja, und deswegen funktioniert das für die viel, viel besser. Genau, genau. Und ich finde, das gilt bei allen Trends, und das ist ja bei der Ernährung ständig so, dass irgendwelche neuen Trends aufpoppen. Man muss immer wirklich hinterfragen, und wie ist das für mich? Ja. Und nicht einfach übernehmen. Ja. Und jetzt hast du es ja schon ein paar Mal auch erwähnt, du hast ein ganz wundervolles Buch geschrieben. Für wen ist das Buch geeignet? Ja, eigentlich für alle, die vorbeugen wollen. Und wie gesagt, kann man eh nie früh genug damit anfangen. Aber
ich denke mal, realistischerweise merken es die meisten Menschen erst so eben mit Mitte 30, 40, wenn die ersten Zipperlein auftreten, dass es vielleicht sinnvoll wäre, etwas für sich zu tun. Und vielleicht ist das das Alter, in dem man sich das Buch dann mal zur Hand nehmen kann. Aber es ist natürlich auch für alte, ältere, alte Menschen geeignet, weil es ist eben nie zu spät. Und auch mit 70 oder 80 oder 85 kann man noch super die etwas für seine Gesundheit tun und findet man ganz viele Tipps drinnen. Ja, schön. Und das Buch vom Glück, entspannt älter zu werden, ich finde es auch total so farbenfroh und total hübsch aufgemacht, was auch so diesen positiven Umgang auch mit dem Älterwerden auch widerspiegelt. Also sehr, sehr schöne, große Empfehlung. Dankeschön. Und das Buch kann man wahrscheinlich überall, kommt man das, also sowohl im Buchhandel vor Ort kann man unterstützen und bestellen, als auch eben online. Genau, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Mhm. Ja, den Link für alle, die zuhören, den packe ich auch in die Shownotes, dass ihr das da auch findet. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage, die ich alle meine Gäste stelle. Und zwar, gibt es einen, es darf auch eine Lebensweisheit sein oder ein Gesundheitstipp, etwas, was in deinem Leben einen großen Unterschied gemacht hat, auch macht, was du gerne weitergeben möchtest? Oh, ich glaube, da habe ich jetzt eh schon ganz viel gesagt. Das stimmt. Ist ein gekochtes Frühstück. Also ja, gerade für alle, für die das auch neu ist. Man muss auch gar noch nichts ändern. Fang einfach mal an, ein gekochtes Frühstück. Und das ist egal, was es ist. Und man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, weil auch bei mir war das so, ich habe auch nicht sofort das gefunden, was mich jetzt auch satt gemacht hat und was leicht umzusetzen war in meinem Alltag. Man kann ein bisschen üben. Also aber gekochtes Frühstück essen ist, glaube ich, mein Haupttipp. Das ist super. Und wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, wo kann man dich finden? Ja, ich habe einen umfangreichen Blog mit Rezepten und allen möglichen Tipps unter ernährungsberatung-wien.at. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, ich bin auf YouTube. Also, überall. Ja, ich bin überall. Ja, dazu muss ich auch sagen, das habe ich dir, glaube ich, vor 3,5 Jahren schon gesagt, aber bevor ich meinen Blog gestartet habe, war ich in dieser ganzen Blog-Szene und Co. überhaupt nicht groß unterwegs. Aber welchen Blog ich schon viele Jahre vorher gefunden habe, war deiner. Und den fand ich total spannend, weil du nämlich über diese ganzen, ich sag mal damals noch viele Tabuthemen, Verdauung und Co. eben geschrieben hast. Und deswegen, dein Blog habe ich, das ist einer der wirklich wenigen, die ich vorher schon gelesen habe und auch immer noch eine totale Bereicherung finde. Na schön, das freut mich, danke. Dann vielen Dank für das schöne Gespräch und die ganzen wertvollen Informationen. Danke auch.